Neuer Shop in ganz genau 4 Sekunden. Ich habe ganz ehrlich keinen Plan, was heute so Neues reinkommen wird. Aber was ich weiß ist, ihr könnt gerne abonnieren. Danke für euren Support. Okay, wir wurden schon mal nicht gespoilert. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, hier unten hat sich, so wie man es mittlerweile kennt, nichts geändert. Let's go. Einmal nach oben. Das ist sehr unerwartet. Das ist verdammt unerwartet. Das... Was macht der... Okay, ja, der neue Mode ist da, deswegen sieht das Ganze so komisch aus mit dem Shop hier. Super Beinarbeit könnte selten sein. Okay, dann schauen wir uns mal die neue unerwartete Kooperation an. Die wurde ja null angekündigt. Ja gut, ne, also ich weiß ganz ehrlich nicht, von wo Robocop ist. Ich meine, Film, Serie, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe es nicht so mit den Serien und Filmen. Ja, also ich fühle es jetzt nicht, aber für die, die die Serie, Film fühlen, ist es bestimmt eine nice Sache. Skin geht so, finde ich jetzt nicht so nice. Backbling, falls ihr wisst, was es ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Irgendein abgerissener Fuß von einem Roboter vielleicht? Keine Ahnung, Emote? Das ist cool. Fortbewegung, immerhin nicht integriert. Das ist cool. Das finde ich schmackhaft. Und das ist die Spitzhacke? Also Gameplay dazu, das würde mich mal interessieren. Sound geht so, aber trotzdem finde ich die sehr interessant. 1,5, 500 perfekter Preis, 500, ja, ist auch völlig in Ordnung, macht man nichts verkehrt. Das Bundle, ja, 50-50 so von mir. Ansonsten haben wir hier Focus Skin wieder zurück, auch schon 1000 Mal im Shop da gewesen. Trotzdem cooler Skin. Backbling skippen wir, Spitzhacke war mal ultra selten. Sound hat was. Aber trotzdem, ja, so 50-50 vom Aussehen her. Echo auch schon so oft da gewesen. Zwei Stile, da verändern sich die Haare, ein bisschen die Kleidung. Geht so, der Skin Backbling muss ich auch ganz, ganz schnell skippen. Ansonsten gibt es hier Spitzhacken. Für den Preis ist okay, aber doppelhändig. Ihr wisst es, doppelhändig geht bei mir gar nicht. Den Skin, nicht der Skin, sondern den Hanggleiter. Der erinnert mich irgendwie an so eine Unterwasserschlange. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, Aal oder so. Oder diese Stromfische. Gar kein Plan, wie die heißen. Aber das, daran erinnert es mich immer, an der Front hier. Cooler Gleiter. Lackierung ist in Ordnung, aber kein Muss. Vorletzter Bereich von heute, Handlanger-Paket. Einmal hier lange Hose, einmal kurze Hose. Macht man echt nichts verkehrt bei den Skins. Es wäre cool, wenn die Kollegen mal wieder auf der Karte rumlaufen würden. Ich glaube, zuletzt war das in Chapter 2. 800, 800. Nichts mehr. Letzter Bereich von heute. Das Flugzeug war ja gestern im Shop. Ist cool. Fortbewegen. 300 V-Bucks. Ikonenreihe. Macht man nichts verkehrt. Abtrünnige. Sehr, sehr nicer Skin. Also wirklich schmackhaft. Du bist auch in Gold verfügbar, glaube ich. Ja. Ja. Skin 50-50. Auch hier von mir. Backbling. Muss ich ganz schnell wieder skippen. Puki, leider auch nichts Besonderes, ne? Auch schon so oft da gewesen, aber trotzdem cooler Emote. Ich schaue mal kurz nach, ob wir nicht was Seltenes haben. So, ich gehe mal davon aus, dass heute nichts Seltenes dabei ist. Wenn ich es euch überhaupt sagen kann. Ja, kann ich. So, die sollen mal hier schön dancen für euch. Ich check mal ab, ob heute was Seltenes im Shop ist. Ich gehe mal von nein aus. 29 Tage, 51 Tage, Handlanger-Paket 28 Tage, das hier übrigens 62 Tage, Schein aktuell, ja okay, 288 Tage ist das seltenste und zwar ganz genau das, oder? Ne, das müsste nicht das Emote sein. Nö, aber das Emote geht so. Welches Emote ist jetzt bitte hier das seltenste? Also hier sehe ich ein Emote, was selten ist, vielleicht ist es sogar das gewesen, ich zoome da nochmal ganz kurz ran. Es ist, ach es ist wirklich das Emote, ja. Also das hier, 288 Tage, ist somit das seltenste vom Shop. Der Rest bleibt hier komplett gleich. Vergesst nicht, mein CC zu benutzen. Kuss geht raus und es war es dann auch hier schon mit dem kurzen Shop-Video.